Was wollt ihr mit Goldmünzen? Wir opfern sie den Ahnen, auf dass ihr Segen uns beschützt. Was für eine Verschwendung. Na gut, ich bin mal so nett, ne? Ich unterstütze sie auch mal. Glück kann ich gebrauchen. Du hast gut gewählt, Pirat. Der Rattenschwanz bringt dir Glück. Ratte? Du gibst mir ein Amulett aus Rattenschwänzen? Verschmähe es nicht, weil die Ratte klein ist. Okay, na gut. Muss ich mir mal gleich mal genau anschauen, aber... Wir sollen Jade holen. Chi, ich werde gehen. Du musst mich beschützen. Aber gerne doch. Wo geht's hin? Eine Höhle auf dem Weg zum Tempel der Erde. Rechnest du mit Schwierigkeiten? Vorsicht ist geboten. Viele Gefahren bewegen sich auf immer neuen Pfaden. Ich passe auf dich auf. Wenn du es wünschst, gehen wir los. Okay, aber erstmal will ich mir das Amulett mir mal anschauen. Verschmähe es nicht. Ich glaube, es riecht sogar nach Ratte. Ja, gucken wir uns das mal an. Amulett. Rattenamulett. Okay, wir sind ein Kugelsicherer. Aber ich finde, na toll, da habe ich ja jetzt was gekauft, was jetzt nun nicht so... Guck mal, das ist besser. Ich habe ein besseres. Naja, schade, dass man vorher nicht sehen kann, was für Eigenschaften das hat. Man kauft dann blind irgendwas im Vertrauen. Naja gut, wir haben jedenfalls ein bisschen was für unser Karma getan. Wir haben ihr ein bisschen was gegeben. So, die tanzen am Feuer. Oder wie, ist das hier der neue Feuertanz? Oder ein heiser Rave findet hier statt, ne? Das ist doch hier so... Guck mal, die kannten sich halt auch schon mit sowas aus, ne? Oha, Pirat! Darf ich auch mal trommeln? Ich bin Ranapiri, Tonka der Shaganumbi. Du bist viel unterwegs? Das kann man so sagen. Und? Siehst du Bruder Tahana auf deinen Wegen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Wird er vermisst? Chani, Tochter des Bakir, gib Tahana eine Aufgabe. Er ist lange unterwegs. Ich halte die Augen offen. Ich hoffe, er findet den Weg zurück ins Dorf. Okay, hast du Ausrüstung für die Jagd? Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Okay, und mal sehen. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. So, wer ist Shagabak hier? Was ist der Tempel der Erde? Was ist der Tempel der Ahnen? Wer sind die Toten? Wer sind die Tonga? Und wer sind die Kiki? Wer sind die Kiki? Hexen des Voodoo. Du erkennst sie an ihrer auffälligen Kleidung. Okay. Und wer sind die Tonka? Wer sind die Tonka? Das sind die Krieger der Shaganumbi. Aha. Und was ist der Tempel der Ahnen? Was ist der Tempel der Ahnen? Das ist unser Tempel im hinteren Teil des Dorfes. Doch nur ein Shaganumbi ist würdig, den Tempel zu betreten. Aha. Und dann sag mir doch mal gleich, was ist der Tempel der Erde? Was ist der Tempel der Erde? Dieser Tempel befindet sich weit im Süden. Crow und viele unserer Krieger sind dort. Aha, gut zu wissen. Und wer ist Shakabakir? Wer ist Shakabakir? Bakir ist unser Häuptling. Und weil das so ist, nennen wir ihn Shakabakir. Aha, vielen Dank für die Infos. Ah, hier geht's ja noch weiter. Wer sind die Tufas? Wer sind die Tufas? Unsere Jungen. Sie sind Jäger, bis sie eines Tages die Ehre erhalten, ein Tonka zu werden. Aha, also die Tonka waren vorher Tufas. Und wer sind die Muleke? Wer sind die Muleke? Unsere Frauen, die keine Kiki geworden sind. Aha. Sie sammeln und handeln. Aha, okay. Also, aus den Tofas werden Tonkas und aus den Muleke werden... Nee, Muleke sind halt keine Kikis. Okay. Na gut. Also Kikis sind jedenfalls auch aus Muleken geworden, wenn ich es richtig verstehe. Okay, gut. Ich denke, das reicht fürs Erste. Gut. Ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chi. Gut. Hast du die Ausrüstung für die Jagd? Hast du Ausrüstung für die Jagd? Ono Ulele, Pirat. Sikapua. Sie gibt dir, was du brauchst.
Von ihr bekomme ich bestimmt keine Waffen. Ha! Ein Gucho bekommt von uns keine Waffen. Ach komm, ich bin so stark wie ein Tonka. Dann zeige es mir. Welches Biest hast du erlegt? Naja, so einige. Geh und kämpfe. Erlege eine gefährliche Bestie. Oh, ich werde eine Bestie für dich töten. Wo finde ich eine gefährliche Bestie? Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, wo finde ich denn so eine? Wo finde ich eine gefährliche Bestie? Ich würde an deiner Stelle dem Fluss hinauf folgen. Mhm. In dem Fluss lauern böse Gefahren. Aber bereite dich gut vor. Sonst wirst du gefressen, Gucho. Wir werden sehen. Aber ich finde seine Stimme hier von dem Typ hier erinnert stark so ein bisschen an Bill Cosby beziehungsweise an heißt er Samuel Jackson, ne? Haben die eventuell auch die gleiche Stimme? So. Ich will den besten Film töten. Ja, na gut. Ich werde eine Bestie für dich töten. Und ich werde warten. Ja, was bleibt dir noch auf anderes übrig, oder? Eine gefährliche Bestie, neue Quest. Ja gut, da haben wir natürlich noch eine Quest. Wir haben ja jetzt viel zu wenig Quests gehabt. Dann ist auch gut, dass wir dann noch eine Quest bekommen haben. Na gut. So, die machen ihren Rave weiter. Kann ich auch mal trommeln? Ulele, ulele. Hä? Pirat bringt Gold? Tavulele. Tavu was? Ulele. Ein Zeichen der Freundschaft von Pirat und Shaganumbi. Aha. Eine Händlerin. Welche Waren kannst du mir anbieten? Ono Passavi. Ich habe nicht viel. Alle sammeln für Crow. Okay. Was wollt ihr mit Goldmünzen? Wir opfern sie den Ahnen, auf dass ihr Segen uns beschützt. Was für eine Verschwendung. Warum sammelt ihr für Crow? Checo? Crow befiehlt es. Und ihr tut alles, was er befiehlt? Chichi, Shakabaki hat so entschieden und alle folgen seinem klugen Urteil. Nur Chani, Tochter des Baki, ist nicht dafür. Sie hat einen dicken Kopf wie das Wildschwein. Warum ist sie dagegen? Warum, warum? Du fragst viel, Gucho. Ono, geh, sprich mit Chani. Ulele. Aha. Das, wir haben ja, also, naja. Aber ich könnte vielleicht was verkaufen, aber sie hat bestimmt nicht viel Geld, ne? Speer brauche ich eigentlich nicht. Altes Schwert brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Guck mal, kann sie das Rattenamulett haben? Krieg zwar nicht genau das wieder, was ich schon mal bezahlt habe, aber immerhin. Vielleicht mag sie ja ein bisschen was zu trinken. Vielleicht so. Und Grox. Mag sie vielleicht auch. Ob ich hier ein bisschen was zu essen kann, ja auch nicht schaden. Ich bin mal so nett und gebe ein bisschen was von meiner Ration ab. Naja, hat sie wenigstens auch ein bisschen was zu essen. Das lasse ich mal. Guck mal, ich habe hier eine schöne Blume für dich. Gebe ich ihr mal, ne? Freut sich vielleicht auch. Guck mal, bist ein paar Blumen. Naja, das bringt ja echt viel Geld. Hier, guck mal, schöne Muscheln. Jadestein. Ja, brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Hier habe ich ja doch noch einiges, ne, an Schätzen. Uiuiui. Gut. Kann ich dir helfen? Ich muss Opfergaben einsammeln. Kanadiktu. Kana was? Auch irgendein Kram für die Lieferung an Crow. Aber nein, es ist Kanadiktu. Opfergaben unserer Familien hier im Dorf für Kanadiktu. Aha. Du kennst nicht Kanadiktu? Nein, nicht wirklich. Ich werde es dir zeigen.
Aber nur, wenn du mir die Opfergaben gebracht hast. Aha, war ja wieder klar, dass da ein Haken ist. Hätte ich auch nicht anders erwartet. So, na gut, ich sammle deine Opfergaben hier im Dorf. Na gut, ich sammle deine Opfergaben hier im Dorf. Für dein Kanadingsbums. Kanadiktu. Was auch immer. Chichi, Tawonga-Pirat. Die haben eine lustige Sprache, muss man schon sagen. Wer muss hier im Dorf abdrücken? Komm schon, sag mir, was Kanadiktu ist. Komm schon, sag mir, was Kanadiktu ist. Etwas sehr Schönes. Es wird dir gefallen. Verarschen kann ich mich alleine. Ich zeige es dir, wenn ich die Opfergaben habe. Ah. Nicht vorher. Oh, hört sich ja... Naja. Na gut. Wer muss hier im Dorf Opfergaben abdrücken? Chani, Tochter des Chakabakir. Ja? Nakutu. Oberster Krieger im Dorf. Ach, ja. Der alte Tonka Ranapiri und Samir. Okay, Moment. Samir? Ja, die Torwache im Tempel der Ahnen, im hinteren Teil des Dorfes. Na gut, wenn es unbedingt sein muss, klar, ich mach mich gerne zum Affen für dich. Klar, ich mach mich gerne zum Affen für dich. Tschi, und ich bin auch sehr dankbar dafür. Kann ich mir vorstellen, dann musst du es nicht machen. Shiku? Schon okay, ich krieg das hin. Tawonga, Kanadiktu ist schon sehr nahe. Tawonga und so, das hört sich so ein bisschen an wie die Sprache, die hier bei Star Wars hier die Ewoks sprechen, ne? War das nicht so, dass dieser Z3PO da auch Tawonga irgendwo an einer Stelle da gesagt hat, da bei denen? Naja, gut, weiter. Okay, jetzt, wie hießen die jetzt alle nochmal gleich? Naja. So. Im hinteren Teil des Dorfes. Ein Voodoo-Kessel. Ich bin kein Alchemist. Schade. Wo ist denn jetzt der hintere Teil? Ein Bett? Ah, da geht's also weiter. Ah, nur eine Ratte, okay. Sieht ja auch echt nett aus hier. So, ich würde mal sagen, an dieser Stelle werde ich doch die Aufnahme schon mal beenden, weil ich habe wirklich gesagt, ehrlich gesagt, nicht so viel Zeit mehr. Hab mal was vor. Und wir haben jetzt einige Quests jetzt aufgebrummt bekommen. Und da würde ich sagen, das machen wir dann mal in der nächsten Aufnahme. Arbeiten wir die nach und nach ab. Und dann gucken wir mal, was die hübsche Frau, also sind ja echt alle ziemlich hübsch hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Was sie da denn hier als Belohnung für uns bereithält. Es hört sich ja schon sehr vielversprechend an. Bin ich mal gespannt. Also dann sage ich mal tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich und schreibt Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Euer Inselgamer. Tschüssi, Kowski.